unfassbar wichtiges Thema, das jetzt mit Meeren erstmal vielleicht gar nichts zu tun hat, aber mit unserer Umwelt schon sehr wohl, ist der Flächenverbrauch. Der Flächenverbrauch spielt auch in das Thema Grundwasser mit ein, spielt in der Versiegelung von Landschaft, heißt Bodenressourcen quasi zu versiegeln, nicht nur Erholungsgebiete, quasi Naherholungsgebiete zu zerstören, die Städte, die sich immer weiter ausweiten und so weiter und so fort. Es heißt, hat tatsächlich auch unmittelbare Konsequenzen auf den Grundwasserhaushalt. Und insofern ist das gerade für eine Flächenstadt wie Ansbach ist schon ein sehr eminent wichtiges Thema. Wie können wir verhindern, dass die aktuell wieder hier hochgefahrene Tendenz, Siedlungsgebiete auszuweiten, neue Baugebiete auszuweiten, wie können wir dem entgegenwirken? Das hat jetzt mit dem Ziel 14 herzlich wenig zu tun, ja, scheinbar, aber ich denke, es hängt doch alles sehr stark miteinander zusammen. Wir können hier auf kommunaler Ebene natürlich im Kommunalparlament, im Stadtrat sozusagen, relativ wenig ausrichten, was die Rettung von Korallenriffen in anderen Städten, an anderen Orten der Erde irgendwie angeht. Es sind tatsächlich aber genau diese Themen, die hier lokal einfach uns umtreiben. Da gibt es natürlich viele andere auch. Ich habe jenseits meiner politischen Aktivitäten ja hier diese Reihe Respekt ins Leben gerufen. Das war vor 9 Jahren jetzt, wir gehen ins 10. Jahr jetzt im kommenden. Und da versuchen wir über dieses Thema natürlich über dieses Programm sehr viele Themen abzudecken, die genau in diese Richtung gehen, aber viele weitere Themen. Und das ist schon erwähnte Plastikverbrauch beispielsweise, ein ganz wichtiges Thema Ernährung. Wir haben gerade was zum Thema Gesundheit gehabt. Und auf dem Gebiet versuche ich tatsächlich hier in der Stadt über den Tellerrand hinaus ein Bewusstsein zu kreieren. Und das, wie gesagt, seit 9 Jahren schon dafür, dass unser Handeln hier, unser persönliches Handeln hier Konsequenzen auch auf der anderen Seite der Erdkugel haben kann und hat, definitiv. Dankeschön. Klaus, Sie sind ja... Ich glaube, dass Kunst definitiv eine Möglichkeit hat, die Menschen also auf unkonventionelle Weise auch auf solche Themen anzusprechen, wie Kunst der Moderne und der Postmoderne ja auch immer Gelegenheit hatte, also politische Statements quasi auch durchaus subversiv zu vermitteln, aber auch direkt zwischen die Augen sozusagen. Von der Kunst dürfen wir nicht erwarten, dass sie die Welt rettet, aber sie ist vielleicht ein Baustein in der Bewusstseinsschärfung.